Hallo, hier ist Jürgen Zwickel mit dem Best State Impuls. Und in diesem heutigen Best State Impuls geht es darum, wie wir es schaffen, unsere Sympathie und unsere Wirkung in der Begegnung mit anderen Menschen zu erhöhen. Doch zuerst habe ich eine Frage an dich. Glaubst du, dass du wirklich sympathisch auf andere Menschen wirkst? Und wenn du sagst, ja klar, wirklich sympathisch auf andere Menschen, woran machst du das genau fest? Und ich habe heute zwei Ideen für dich, wie wir es schaffen, bei der Begegnung mit anderen Menschen mehr Sympathie und eine deutlich stärkere Wirkung ausstrahlen zu können. Tipp Nummer 1. Wenn du zukünftig anderen Menschen begegnest oder mit ihnen im Gespräch bist, halte Blickkontakt. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen es nicht schaffen, wirklich guten Blickkontakt halten zu können. Und warum ist dieser Blickkontakt so wichtig? Denn über unseren Blickkontakt transportieren wir auch Emotionen. Wir stärken somit einfach die Beziehungsebene. Und ich habe hier einen kleinen Tipp für dich. Wenn du zukünftig im Gespräch mit anderen Menschen bist und Blickkontakt halten willst, dann denke dir, dass es zwei Augenstrahler sind, deine Augen, von denen ein leuchtender Strahl ausgeht, mit dem du die Augen deines Gegenübers fixierst. Und wenn du Blickkontakt hältst, dann kannst du es noch steigern, indem du denkst, ich mag dich. So gibst du dir eine positive äußere Wirkung durch deinen Blickkontakt und vor allen Dingen eine stärkere innere Wirkung mit diesen drei Wörtern, ich mag dich, was du letztendlich in der Beziehung zu anderen Menschen positiv spüren wirst. Das war der erste Tipp. Also Blickkontakt halten und dabei denken, ich mag dich. Das wird die Emotion und die Beziehungsebene stärken. Und der zweite Tipp, wenn du zukünftig anderen Menschen begegnest, dann setze einen ganz besonderen Blick auf. Warum? Nun, ich habe auch festgestellt, dass viele Menschen eher mit einem täglichen Mangelblick durchs Leben gehen. Mit einem Mangelblick auf sich selbst gerichtet, aber auch mit einem Mangelblick auf andere Menschen und ins Außen gerichtet. Und diesen Blick, den ich dir jetzt weitergebe, den nenne ich den gezielten Potenzialblick. Also frage dich zukünftig bei der Begegnung mit anderen Menschen, was hat dieser Mensch Besonderes an sich? Welche besonderen Stärken und besonderen Fähigkeiten hat dieser Mensch, den ich jetzt begegne? Und die dritte Frage, was kann ich von diesem Menschen lernen? Wenn du dir bei zukünftigen Begegnungen diese drei intelligenten Fragen stellst, du einen gezielten Potenzialblick aufsetzt, dann wirst du spüren, dass deine Begegnungen zukünftig mit anderen Menschen sicherlich ganz, ganz anders und stärkend aussehen werden. Und das waren meine zwei Tipps. Blickkontakt halten, denn wir übertragen unsere Emotionen über den Blickkontakt und den gezielten Potenzialblick aufsetzen bei der Begegnung mit anderen Menschen und diese drei intelligenten Fragen dir stellen und das Positive dadurch beim anderen erkennen. Ich wünsche dir, dass du wieder neue Inspirationen und neues Bewusstsein für die Begegnung mit anderen Menschen durch dieses Video mitnehmen kannst. Und wünsche dir natürlich viel Erfolg zukünftig bei der Begegnung mit anderen Menschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich und sage herzlichen Dank für einen Daumen nach oben und natürlich sehr gerne auch für einen Kommentar, den du hinterlässt unter dem Video. Und wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich natürlich auch und sage Dankeschön, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, um zukünftig jede Woche ein neues Video automatisch zu bekommen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viele gute und positiv tägliche Begegnungen und denke jeden Tag immer daran bei allem, was du tust. Entdecke in dir, was möglich ist. Entdecke den Weg zum Best State und setze dadurch jeden Tag ein ganz besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.